Tipp, hier ist der Gusua und auch der kleine Diziax zusammen am Start. Moinsen. Jo, genau. Er hat gar keinen Plan, was wir machen sollen. Ich habe natürlich schon ein bisschen Plan und dachte mir, ich suche einen Gegner raus. Nebenbei kann ich ja schon mal skippen. Ich suche einen Gegner raus. Er sagt, wie er angreifen würde. Und ich greife danach an, wie ich es machen würde. Und danach kann er natürlich sagen, hahaha, ich hätte es ja viel besser gemacht. Oder eben, oh, cool, hätte ich nicht gedacht. Ja, nee, ja, Queenwalk muss ich mal schauen. Bin ich ja nicht so der Spezialist wie du jetzt drin, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ich bin mal gespannt. Aber die Sache ist halt wirklich ich meine, mein Spezialgebiet, sage ich mal, ist halt wirklich sehr speziell, beziehungsweise sehr klein. Aber ich bin wirklich der Meinung, hey, what the fuck, warum soll ich denn 1000 verschiedene Angriffsmöglichkeiten können oder machen, wenn man, ja, du bist ja ein kleiner Go-Cracker, oder? Ja, das ist einzig, das Einzige, was ich wirklich das richtig ist, gut, aber ey, ich muss auch wirklich sagen, auch mit dem Town Hall 8 Account, ich habe mir einfach mal nur Drachen gebaut und da hast du halt noch dein Rage-Spell und dann guckst du auf einmal, oh, ich bin wieder ein Kristall. Und du denkst dir, warum eigentlich? Ich leg's gar nicht drauf an, aber mit den Drachen schafft man es halt immer wieder. Das geht halt einfach mega schnell. Genau, richtig. Und ich habe mir halt einfach gesagt, gut, okay, da kannst du halt super gut farmen. Im Goldbereich logischerweise, weil ich ja soweit alles fertig habe. Und dann, ja. Ach so, nebenbei, ihr habt es vielleicht noch nicht gesehen. Also ihr hört den Diziax ja leider nur, weil er wieder mal zu faul ist, seine Facecam anzumachen. Meine Facecam ist einfach zu schlecht. Ich muss mit neuen kaufen. Die Sache ist die, das liegt natürlich an dem Objekt, was vor der Facecam sitzt. Das ist dir aber auch schon klar, oder? Ah ja, stimmt, also das, natürlich. Wenn du dir ein besseres Modell kaufst, ändert sich das Bild in dieser Cam nicht wirklich. Okay, aber so viel dazu. Aber wie gesagt, herzlichen Glückwunsch natürlich an dich, Diziax, für die 20k. Also das ist nun wirklich schon so eine Sache, wo man echt denkt, Alter, das ist schon ein kleiner Mizzet. Also, keine Ahnung, 20.000 Abonnenten ist schon so eine, sag ich jetzt mal, so ein 10.000 ist so ein Schritt. Ja. Und dann finde ich, 20.000 ist so die nächste, weil da steht einfach dann eine 2. Und dann, keine Ahnung. Das ist schon wirklich so. Also, du stehst jetzt mittlerweile auch schon kurz davor, bei dir dauert es auch nicht mehr lange. Nein, ich bin kurz vor 18, bin ich, ja. Ja, das geht, 2000 Abonnenten, das dauert nicht so lange. Dann ist halt wirklich so die Sache, das stimmt schon. Ich meine, man ist so da am Anfang so, ich weiß das noch, wirklich am Anfang kriegst du halt stimmt wirklich schon, diese, ja. Wie soll man sagen, die Mitleid-Subs, so, du sagst zu deinen Kumpels so, ja, hier, ich fange hier mit YouTube an und dann so, ja, 2, 3 Leute sagen sich halt, gut, okay, komm, bevor er sich das Leben nimmt. Nee, sorry, das ist ein bisschen hart gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Also, bevor er hier irgendwie die übelste Rage-Phase bekommt oder so, komm, abonnieren wir ihn mal und so weiter und so fort. Und dann kommt so dieser Schritt so, ja, ich sag mal so 20, 25, dann merkt man, na, so scheiße kann es also gar nicht sein. Und dann so. Meinst du jetzt mäßig? Abonnentenmäßig, also, ja. Genau. Und dann so, was weiß ich, so 100, 200, da merkst du dann schon, dann, okay, das geht jetzt mal richtig nach vorne. Ja, es ist halt echt so, man kriegt halt nur am Tag 10 Abonnenten, ja, was an sich nicht wirklich viel ist jetzt so. Ja, 10 Abonnenten am Tag ist wahrscheinlich, na gut, in dem. Oh fuck, hört man das bei mir regnen? Nee, alles cool. Also okay, ich höre dich nicht regnen. Also nee. Ich höre. Bei mir regnet es hier auf dem Dach und sonst was. Nee, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ach genau, klar, wenn man irgendwie so am Tag 10 Abonnenten bekommt mit so 100 Abonnenten, dann ist es natürlich extrem krass, wie man da den Fortschritt sieht. Ja. Das ist im Endeffekt genauso, wie wenn du jetzt irgendwie 5000 Abonnenten hast und jeden Tag 100 Abonnenten bekommst. Das ist ein genauso krasser Fortschritt. Ja, ich hätte den Gegner hier fast angegriffen, bloß dann dachte ich mir auch, ah nee, komm, für das bisschen hin und her ist mir dann doch die Fail-Rate zu hoch, dass ich failen könnte. Nee, aber erzähl ruhig weiter, ich möchte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur kurz sagen mit den Abonnenten, das ist halt echt, wenn man so eher seinen ersten Fortschritt sieht und auch wenn man, sag ich jetzt mal so, die 25 Abonnenten erreicht, weil am Anfang geht es ja wirklich relativ langsam, weil da kriegst du vielleicht mal ein Abo 19K. Am Tag. Hier ziehst du bitte rein. So, jetzt darfst du sagen, was würdest du machen? Erzähl es mir, tell it to me. Okay, also, gut, was würde ich als erstes ausnehmen? Ich würde mit den Schweinereitern die untere Luftabwehr auseinandernehmen, die auf der linken Seite. Ja, hier die? Genau, die da, genau. Ja.
Und dann würde ich von der rechten Seite mit der Königin, also mit der Königin Von und den hier so kommen. Mauerbrechern, nee, ein bisschen weiter unten, von unten Okay. rechts, direkt die eine Luftabwehr zerstören, weil die andere ist ja dann ganz weit Okay. weg, hä? Die Okay, anderen zwei Ende. sind ganz weit weg und dann halt einfach, ja, zum dunklen Elixier approachen mit den Heilern, weil dann kann dein Okay. Heilern erstmal nichts mehr Schaden machen Okay, fürs nee, Debuff. ist natürlich ganz klar. Ich mach's natürlich ganz anders. Ich fange von oben an. Ist ja wohl mal komplett klar, oder? So, ja, Hä? genau, Nee, hä, aber das Junge. verstehe ich jetzt auch nicht. Das Ja, verstehe guck ich doch jetzt mal auch hier bitte rein und schon sind wir drin. Da ist er. Ah, ich sehe gerade, hier sehe ich die nicht. Luftabwehr. Ich hab's gar nicht gepeilt. Ich hab die Ach hab so. ich gesucht und dachte mir, wo ist die Scheiße? Hat der vielleicht nur drei oder so? So, hier haben wir eine Luftabwehr direkt zerstört. Sie ist nicht mehr da. Wir dürfen nicht mehr über losgehen. So, gucken wir mal, was hier geht. Hier geht garantiert nicht mehr viel. Aber der Ich bin Magierturm, der gespannt. splasht mich jetzt auch nicht wirklich an. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Nämlich die Mauerbrecher rennen schön hier rein und sind angekommen und haben eine weitere Mauer zerstört. Jetzt, oh Oh. je, jetzt richtig böse Päcker. Richtig Oh, böse. Ich muss warten der und Päcker holt mich jetzt. weg. Nee, die Päcker zieht mir sonst so megamäßig die Schuhe aus. Und Aber blöde Frage, lohnt es sich mit dem Queen Walk überhaupt noch so viele Heiler mitzunehmen? es sind ja nicht mehr viel. Nein, nee, die Frage ist berechtigt und ich finde es sehr geil. Deswegen bist du einfach wieder dabei. Folgende Sache, diese Frage wird halt wirklich öfter gestellt. Warum bist du so dumm und nimmst so viele Heiler mit, wenn du ja eh nicht so viel nutzen kannst? Vollkommen richtig. Aber, das seht ihr gleich, wenn ich gleich mit dem Angriff fertig bin, kann ich theoretisch gleich den zweiten Angriff starten. Ich habe noch genug Mauerbrecher, ich habe noch genug Heiler, ich habe noch genug Schweinereiter, ich habe alles da, weißt du? Darum geht's. Ich denke halt einfach immer so gut, mehr als 5 Heiler können ja die Queen eh nicht heilen, ja? Ja, sechs sind es wohl mittlerweile. Irgendwie so habe ich mal gehört. Und Okay. ja, auf jeden Fall fünf Deshalb dachte oder ich mir halt sechs immer halt, so, ja. Ich weiß, was jetzt du soll man meinst. mit 16 Heilern da hinkommen, Ja. was bringt das im Endeffekt? So, jetzt gucken wir Und mal, jetzt was die kommt der Queen hier. König. Ja, ich Oh. will kein Risiko eingehen. Hier, siehst du, es wäre schon richtig hardcore. Und Sie jetzt probiere ich struggelt halt da noch schon ein zu bisschen. gucken. Erstens können wir natürlich hier jetzt nochmal einfach Schwein reindrücken und Genau. sagen, komm, wir nehmen noch ein paar Prozente mit, weil Ja, easy. Hier, diese Möglichkeit halt jetzt bei Ah, 19 die Pokalen, die ich Säuferwehr kriegen jetzt auch kann, wirklich. sogar noch zwei Sterne zu machen, ist natürlich geil. Da ist wieder eine Luftabwehr weg. Aber Aber sie ich muss leuchtet natürlich. halt wirklich gerade. Ja, geht. Das ist ganz nice. Klar, ich krieg das Dunkle nicht, aber gut, okay, gibt andere Ja, Sachen. Guck mal, ich habe wenn die Heiler 40% jetzt noch. natürlich draufgehen sollten, dann hättest du natürlich noch mal 5 in der Reserve von diesem Magier Ja, dann zurück. ganz easy peasy. Guck mal hier, wir haben das noch, das passt. Wir kriegen die 50%. Das sollte passen. Ja, die Lager haben halt viele Leben. Du musst auch Ja, deine Zeit. ich sehe es gerade. Aber Das könnte ja, knapp das werden. könnte knapp werden. Vielleicht mit den Mauerbrechern jetzt vielleicht da Ja, an aber der das Stelle bringt auch nichts. aushelfen. Was bringt mir das? Jetzt wird es so rumgehen, denke ich mal. Oder erstmal den Magierturm hier killen. Ja, genau, jetzt den Magierturm und dann wird es so rumgehen. Und das wird mir halt wirklich nicht zeitlich reichen. Ich habe auch Ah, nichts mehr das zum wird, Ragen. oder? Aber gut, so ist das Ah, halt. doch, doch, das könnte Nee, nee, ganz, nee. oder? Na, also es könnte knapp werden, Nee, auf jeden Fall. das reicht leider Aber. nicht. Schade. Außer Ah, die, warte oh Gott, mal. das, die Alter, Bilder es hat, wird eine doch, doch. knappe Nummer und die Wenn Bauhütte das ist jetzt fast nichts. 2% gibt. Ah nein, 49%. Yes! 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 Oh, wie Juhu! knapp war das nicht? Alter, Hashtag Ich hätte knapp, Alter. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ganz ehrlich, ohne nie gedacht, dass Scheiß. sie das mit Sorry. zwei Schüssen jetzt Sorry für das erledigt. Leichter. Oh, Aber so wie seht ihr knapp es. war das Ihr denn? seid halt einfach live dabei, wirklich. Es ist halt Alter. so, es ist nicht so, ja, gut, okay, wir spielen heute COC. Und also ihr wisst, was wir meinen. Also es ist einfach immer wieder richtig krasse Action am Start. Und du hast es gesehen mit den Schweinen. Ganz ehrlich, hätte ich die Schweine nicht Hätte gedroppt, nicht, dann wäre hätte ich es es nicht geschafft, hätte ich nicht die lang nicht und es gekommen. sind einfach mal, ich hatte jetzt einen Unterschied von 5 bis 6 Pokalen, die ich einfach nochmal damit rausgeholt habe und da sage ich, yeah! So, Ja, okay, es war genug echt von meinem extrem Körper close. gezeigt. Das war, ganz ehrlich, das war damn close, ja. Also das war schon Das war. richtig krass. Also, wie du zum Beispiel gesagt hast, ja, ich würde von dort und dort angreifen, ist natürlich eine geile Sache. Und das mache ich auch mit euch jetzt. Das heißt also, Ich habe halt, ja. sowas wird es jetzt immer wieder geben. Das heißt also, ich mache einen Angriff,
zeig euch hier, guckt mal hier, macht mal so und so und so, wie würdet ihr angreifen? Im Queenwalk-Bereich halt. Und dann sagt ihr, ja, ich komme von da und da und da. Und dann zeige ich im nächsten Video, wie ich es gemacht habe. Und ich finde, Na, das ist ziemlich geil. ich konnte es mir halt einfach überhaupt nicht vorstellen, dass die Königin so weit überhaupt überall lang geht Ja, durch Razor. ich weiß, was du meinst. Und auch, das muss ich aber auch dazu sagen, wirklich, es ist bei manchen Angriffen, und das kann mir erzählen, wer möchte. Manchmal ist das so, guck mal hier, du siehst es hier. Manchmal kannst du, sage ich jetzt mal ohne Scheiß, hier mit dem Heiler stehen, da passiert gar nichts. Und dann stehst du gefühlt hier mit dem Heiler und die Luftabwehr hittet dich. Wo du echt Hä? denkst, what the fuck? Also, das ist schon richtig, richtig krass. Also, das ist schon übel. Und jetzt guck mal, wenn ich jetzt auf meine Sachen gehe, ich könnte wieder einen Angriff machen. Ich könnte einfach einen Schon wieder, Angriff ja, wieder stimmt schon. machen, den Acht nächsten. Heiler, sieben, ja, Es ist reicht alles aus. komplett da. Die einzige Sache, warum ich es halt wirklich nicht mache, ich müsste theoretisch ein Rage nochmal Ein Rage, jammen, ja. weil ich mit einem Rage nicht angreife. Das ist einfach Aber in dem Bereich einfach zu hart. die Queen geht halt echt schon richtig ab, Alter. Das ist schon Dev, ich abgefahren, wie guck die mal abgeht. gerade. Ich möchte deinem Clan. Gucken wir mal, was hier Scorp ZZ bringt. Na, der ist schon. Nee, nicht gemaxter Zehner, aber schon mal ganz nice. Helden sind okay. Doch, doch, das kann bleiben, auf jeden Fall. Hey, guck mal hier. Luis hat einfach mal Lichtgestalt angegriffen. Auch nicht schlecht. Ha, so ein Opfer. Easy. 3KD, Alex Venia. Da gucken wir mal kurz rein. Das geben wir uns mal ganz kurz. Ja, okay, das ist natürlich wirklich hier relativ easy zu machen. Ihr seht selber, die Bohrer sind auch nicht leer. Also so ist es nicht. Aber ich denke halt wirklich, es ist echt mehr im dunklen Lager. Gucken wir mal, Okay. was hier so geht. Also ich würde wirklich sagen, im Bohrer sind vielleicht 500 oder so. Nicht mal, hier, guck mal, sind es nicht mal, ganz genau. Also da sollte man schon wirklich ganz genau hingucken, wie viel halt wirklich der Bohrer drin hat. Und da sieht man, hier ist der nicht komplett voll. Und dann lohnt sich das nicht. Und jetzt haben wir hier einen schönen Queen Walk. Gucken wir mal. Ist natürlich total easy, ganz ehrlich. Hier haben wir wirklich zweimal Splash Damage gehabt, ohne Probleme. Jetzt wird es gleich interessant, weil jetzt kommt die Kanone. Und er hat auch Glück, muss man sagen, weil der Bogiturm ist jetzt down und dann kommt erst die zweite Kanone. Weil sonst, Okay. hier, du siehst es, wie er sonst nämlich richtig schön kassiert hätte. Weil das ist halt wirklich so, die Kanonen Level 13, ja, nee, doch, 13. Ja, doch, das sind 13er Doch, Kanonen. Ja, 13, genau. 13. Sind halt schon echt übel. Und hier auch Die genau splasht schon ganz hart. er ist halt wirklich, hat einen Fehler gemacht, dass er die halt wirklich minimal zu weit oben platziert hat. Somit konnte er, ohne dass Okay. seine Queen da komplett down geht, konnte er schön Aber loslegen. die Luftabwehren richtig schön. Das ist echt abgefahren, was die Königin mit den Ja, Heilern dahinter für eine genau, Reichweite hat. ganz genau. Das ist total krass. Das ist total krass. Also das läuft auf jeden Fall und von Abgefahren. daher wirklich eine Variante, um Dunkles zu bekommen. Mega geil, auf jeden Fall. Und eben auch, ihr seht es gerade selber halt, mein High war ja, glaube ich, 3,6, 3,6, 30. Jetzt genau 100 Pokis drunter wieder. Ich bin aber wieder am Hochgehen, ganz klare Nummer. Und ich will halt wirklich gucken, was machbar ist. Also Champ 1 ist auf jeden Fall. Ich meine, klar, man sagt am Anfang immer, oh, naja, ist auf jeden Fall machbar. Und am Ende hat man dann irgendwann doch keinen Bock mehr. Hoffe ich mal nicht. Ich habe mir das einfach als Ziel gesetzt. Champ 1 ist machbar mit dem Queen Walk. Das war's von diesem Video. Wenn ihr den kleinen Desiax da im Hintergrund auch mal sehen wollt, dann dürft ihr den natürlich gerne abonnieren. Ich hoffe, ich vergesse Oh es nicht wieder, yeah. den Channel reinzuschreiben. Ja, Wenn, dann es haust du stimmt. mir eine rein. Aber ansonsten, Auf jeden Fall. Desiax dürft ihr gerne anschauen und abonnieren. Ihr haut rein. In Wir diesem wünschen Sinne. euch was. Bis dahin. Ciao. Ciao.